Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Railroad. Das Video ist ein Request und zwar geht es darum, wie man die automatische Disposition aus dem Depot macht in Kombination mit Sensoren. Das will ich euch heute mal zeigen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier zwei Bahnhöfe, Lion City und Tiger City. Lion City hat hier ein Depot. Wir haben automatische Signale hier, aber ansonsten noch nicht sehr viel. Damit man das demonstrieren kann, braucht man erstmal einen Auftrag von einem Zug, der von Tiger City nach Lion City fährt und hier endet. Und dann einen, der hier anfängt und wieder zurück. Zuerst machen wir den ersten Vertrag. Ich sage Vertrag erstellen mit der Nummer 001. Fängt hier an und hört hier auf. Und sagen, ja, ist ein Nahverkehrszug, erstellen, fertig. Tun wir auch gerade schon akzeptieren. Und dann sagen wir, der ist hier bei Gleis 2 und schickt man dann ebenfalls auf, ja, sagen wir mal, Gleis 1 bei Lion City. Und ist jetzt gerade hier beim Reinfahren. Wir tun noch ein bisschen vorspulen, damit er sich hier auf den Weg macht. Schon ist er da. Tun ihn erstmal wenden und schicken ihn ins Depot, damit wir hier mal einen Zug haben. Wieder mal etwas vorspulen. Fertig. Okay, wir lassen jetzt ein bisschen Zeit vergehen und machen einen neuen Vertrag. Ah, das sind schon wieder die automatischen Verträge. Werden hier mal ablehnen, neuen Vertrag erstellen. Von Lion City nach Tiger City. Das ist Vertrag Nummer 002. Wie gesagt, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr gerade normales Let's Play macht. Ich brauche einfach nur jetzt hier die Verträge. Und gut, wir sagen jetzt hier Lion City, Tiger City, akzeptieren. Hier im Depot schickt man den Nahverkehrszug erstmal raus. Beziehungsweise, wir brauchen hier jetzt noch ein Signal, das habe ich ganz vergessen. Das machen wir hier hin. Hier das Depot, bitte einmal raus. Aus dem Depot. Und schicken den auf Gleis 3. Alles klar, tun wir wieder wenden. Schicken den hier nach Tiger City, dann ist der Vertrag fertig. Gut, dann hat man jetzt funktionierende Verträge und jetzt geht es darum, hier zu sagen, die Züge sollen hier automatisch rausfahren und gerade auf den richtigen Bahnsteig zugewiesen werden. Dazu gehen wir jetzt erstmal hier rein und sagen Bahnsteigzuweiser. Platzieren den hier vor dem Signal. Es muss ein automatisches Signal sein, das ist übrigens sehr wichtig. Und geben ihm hier dieses Signal und als Ziel hier Lion City. Was er jetzt machen wird, ist, wenn hier ein Zug reinkommt, wird er automatisch die richtige Fahrstraße auswählen, dass der Zug da richtig reinkommt. Und beim Depot müssen wir jetzt hier sagen, Autodisposition konfigurieren. Und dann je nachdem, wo wir das haben wollen, klicken wir das an, dass er es machen soll. Wir können jetzt hier noch die Vorlaufzeit einstellen, sprich ab wann vorher soll der Zug schon mal rausfahren, bevor er hier überhaupt ankommen sind. Hier ist er standardmäßig 5 Minuten, kann man hier anpassen, das lassen wir so. Und jetzt sollte hier automatisch reinfahren. Man könnte das jetzt natürlich weiter automatisieren, dass man hier Bahnsteigsensoren macht und dass er dann hier am Bahnhof, wenn der Zug hier reinfährt, automatisch hier wieder richtig rausgeschickt wird. Wir machen erstmal die erste Variante, wir schauen mal, wann der Zug hier in Tiger City kommt. Ja, braucht noch ein bisschen. Wir werden erstmal ein bisschen vorspulen. Und bevor wir das noch machen, machen wir hier noch Autoannahme, Auto wenden. Das gleiche hier. Autoannahme, Auto wenden. Und warten, bis der Zug da ist. Lassen ihn einmal durchgehen und schauen, dass er dann hier wieder reinfährt. Also wir werden ihn dann hier reinschicken und schauen, dass er automatisch rausfährt. Und dann machen wir das ganze Spiel mit dem Bahnsteigsensor, dass das wirklich komplett automatisiert ist. Okay, es ist es soweit. Der Zug kommt hier gleich an. Wir werden hier weiter vorspulen. Dann sollte er hier automatisch angenommen werden und wir gehen ihm dann hier schon mal die Fahrstraße und schauen uns den mal an. Der muss auf Gleis 1. Wir geben ihm das jetzt mal hier manuell. Hier ist er. Und schon haben wir gleich die Abfahrt. Los, Düster. Wir geben ihm jetzt hier gerade wieder die Fahrstraße ins Depot. Auch hier wieder beschleunigen. Und dann sollte hier gleich wieder automatisch rausfahren. Er fährt jetzt ein und fährt gerade schon wieder raus, weil der Vertrag jetzt schon so da ist.
Und wenn ihr jetzt da gleich seht, die Fahrstraße wird ja automatisch gestellt, dass er auf den richtigen Bahnsteig fährt. Wunderbar. Und dann können wir ihn gerade schon wieder weiterschicken. So, jetzt haben wir dann hier überall die Sensoren platzieren. Wir gehen jetzt also hier zu dem Abfahrtsensor, platzieren den einmal hier. Wir brauchen den hier sowie hier. Und werden erstmal diesen hier konfigurieren, dass wir hier sagen, neue Fahrstraße, Ziel, Lion City, soll er hier reinfahren, wenn wir das hier schon mal gemacht haben. Hier brauchen wir dann einen Bahnsteigszuweiser, damit es dann ab da weitergeht. Beim Bahnsteigszuweiser wählen wir das nächste Signal aus und den Bahnhof. Und damit das dann richtig zuweist, da sagt er schon, Gleis 1 und Gleis 2 kann er zuweisen, weil auf Gleis 3 kommt er nicht rein. Dann hier bei Lion City, bei Gleis 1, sagen wir hier Ziel auswählen, Tiger City, und wenn er nach Tiger City fährt, dann hier runter. Aber was für uns jetzt relevant ist, ist das Depot, und zwar hier den Punkt Abstellung. Wo soll er da hin? Klickt man dann hier drauf, das Depot, fertig. Dann könnte man noch sagen, was der Default-Weg wäre, aber für das habe ich schon ein eigenes Tutorial gemacht. Das überspringen wir jetzt mal hier beim Sensor. Machen wir das gleiche. Ziel auswählen, Tiger City, Gleis 3. Woanders kann er jetzt auch gar nicht hinfahren und wird dann automatisch das Signal geben. Eigentlich müsste es jetzt schon funktionieren. Gehen wir kurz hier weiter. Ja, hat funktioniert. Fährt automatisch los. Hier habe ich jetzt einen Fehler, jetzt muss ich mal schauen, warum. Ich würde das gerade nochmal löschen. Irgendwas, ja, vermutlich, weil ich jetzt gerade den Sensor hier platziert habe. Sagen wir hier nochmal Zielort Lion City. Hier rein, fertig. Alles klar. Sprich, wenn das nächste Mal der Zug hier reinkommt, sollte das Ganze hier vollautomatisch laufen. Ich werde nochmal vorspulen und dann werden wir das gleich sehen. Okay, jeden Moment ist es soweit, dass hier der Zug ankommt und jetzt dürfte ich eigentlich nichts mehr machen müssen. Sollte er jetzt wirklich die Fahrstraße selber legen, soll fahren und das wird ins Depot schicken, Depot wieder raus. Schauen wir mal, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Ich bin selbst ein bisschen nervös. Södele, ne? Da ist er. Und jetzt wird es spannend. Perfekt. Jetzt muss der Sensor noch das Richtige machen. Das tut er auch. Der Zug wendet und auch der Sensor sollte ihn jetzt ins Depot schicken. Hat geklappt. Depot schickt es wieder raus. Wird automatisch zugewiesen. Er wendet wieder und sollte auch wieder richtig losfahren. Wunderbar. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, wie die Autodispo aus dem Depot funktioniert. In der Theorie, je nach Layout ein bisschen anders und was ihr für Verträge habt. Aber so funktioniert's. Hoffe, das hat euch geholfen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.